sagst du so ganz cool, ja, nachdem ich total viele Fehler gemacht habe, so als wäre das so ganz normal und auch gar nicht so schlimm. Es sieht so aus, als wäre es bei dir immer so steil nach oben gegangen. Das ist offensichtlich gar nicht so. Nein, überhaupt nicht der Fall. Sondern bei mir war es eher schwierig. Auf der einen Seite in der Schule, da bin ich vom Gymnasium geflogen. Danach im Studium habe ich keine Kompatibilität mit dem Studium gefunden, war mit der von der privaten Insolvenz bedroht, weil ich einfach 1 Million Schulden hatte durch eine schlechte Bonität, sehr hoher Zinssatz, ein Riesenproblem. Aber ich habe immer wieder dann gegründet und irgendwann hat es dann auch mal funktioniert. Und auch heute passieren mir Fehler, weil immer dann, wenn man in den Randbereich geht, über den ich auch gleich sprechen werde, dann passieren Fehler und die muss man sich einfach trauen.